Bevor ich jetzt gleich hier den Fräser schwinge und das Gehäuse zerstimme, wollte ich mit euch mal drei Punkte durchsprechen, die mir ja so ein bisschen bitter aufgestoßen sind und wo ich auch ja wirklich lange drüber nachgedacht habe und auch die ein oder andere Expertenmeinung eingeholt habe. Die wollte ich mit euch mal angucken. Das fängt an mit der Aussage, das Ding muss doch geschweißt werden. Das muss doch aufgeschweißt werden, wenn du da jetzt anfängst, im Gehäuse rumzufräsen. Das ist die eine These. Die andere These ist von mir gewesen, boah, der Quadrini, der lässt sich doch null zentrieren. Das Ding sitzt da drauf, wird nur von den Stehbolzen zentriert und das kann doch nicht gerade laufen. Das ist eine These, die ich aufgestellt habe. Und das dritte ist die Dichtfläche. Die Dichtfläche, klar, hat auch was mit Schweißen zu tun, aber die Dichtfläche gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal an. Das sind drei Sachen, die mir wirklich Bauchschmerzen bereitet haben, wo ich jetzt aber einen sehr, sehr festen Entschluss gefasst habe, was vielleicht dem einen oder anderen nicht so passen wird. Ich werde es jedenfalls ausprobieren. Auch so ein bisschen Sturheit kann man nicht sagen, aber so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Trotz ist auch dabei. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Kaputt machen großartig werde ich dabei nichts. Das ist ja eher die vorsichtigere Variante, die ich jetzt gewählt habe. Ich will euch aber kurz zeigen, was ich mit den drei Punkten genau meine. Das ist der Schlund des Quadrinis. Original PX-Gehäuse. Wir sehen, wir haben hier, hier und hier haben wir drei Aussparungen. Das sind die drei Aussparungen, die in den Originalzylinder münden, also unsere Überströmer. Und ja, unser Boostport in dem Fall auch. Und die müssen angepasst werden. Die müssen groß angepasst werden. Die müssen sehr weit angepasst werden. Ich zeige euch jetzt mal, wie weit die angepasst werden müssen. Und zwar ist das hier die Fußdichtung vom Zylinder, mal als Repräsentant des Zylinders allgemein. Die setzen wir jetzt hier mal drauf. Das sitzt nachher so da drauf. Und guckt euch mal an, wie groß die Ausschnitte des Quadrinis sind. Das ist schon eine andere Hausnummer. Ich muss mir jetzt irgendwas zum Zeigen nehmen. Ich nehme mal hier den Schraubendreher. Das ist erstmal die eine Sache. Fangen wir mal mit der Dichtfläche an. So, Dichtfläche. Das Ding sitzt nachher hier drauf. Dichtfläche ist vorhanden, ist vorhanden, ist vorhanden. Hier, guckt euch das an, das ist ziemlich weit am Rand. Seht ihr das? Wenn ich die Dichtung mal wegnehme, könnt ihr das vielleicht besser sehen. So, dann haben wir hier diesen Steg, ne? Und die Fläche, die Dichtfläche, die guckt ja an der Seite schon 5 mm drüber über diesen Rand. Das heißt, ich habe hier effektiv vielleicht 1,5 mm, die hier an Dichtfläche vorhanden sind, wo nachher mein Zylinder drauf sitzt. Und das ist Kacke. Das ist wenig, das ist wirklich wenig. Jetzt gibt es Meinungen, die sagen, jo, nimmst du, fräst du die Pulverbeschichtung, fräst du da runter und machst hier Kaltmetall drauf. Kaltmetall habe ich. JB Weld. Könnte ich draufsetzen, möchte ich aber nicht. Ich möchte das aus dem Grund nicht. Ich würde das für meinen eigenen Motor, würde ich das sogar machen. Ich muss das auch erstmal testen. Ich muss gucken, wie das hält, wie sich das mit der Pulverbeschichtung verträgt und so weiter und so fort. Ist bestimmt eine geile Sache. Habe ich mir auch gekauft, um es später mal auszuprobieren. Gibt es bestimmt auch mal ein Video zu, dass man das hier anmodelliert und dann nachher die Dichtfläche hier vergrößert, dass der mehr Auflagefläche hat. Ist geil, funktioniert bestimmt auch, möchte ich aber jetzt nicht für den Kunden hier machen. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, ich schweiße das hier auf. Ich schweiße das hier auf und plane das nachher hier ab. Habe ich mit einem Schweißer gesprochen, habe ich mit einer Fräswerkstatt gesprochen. Wenn du hier das Ding erstmal temperierst auf 300 Grad, um das richtig gut schweißen zu können, geht erstmal die Pulverbeschichtung wieder flöten und du hast einen Verzug vielleicht drin, der dir hier, was weiß ich, vielleicht bis ins Lager unten geht und dann nutzt dir die geilste Kurbelwelle nichts und du hast da irgendwo Verzug drin. Auch nicht geil. Das Schweißen fällt an der Stelle auch für mich weg. Was habe ich gemacht? Wozu habe ich mich entschlossen? Ich habe mich entschlossen, das mit dem hier zu machen. Ein super teurer Dichtstoff, den ich dann hier unter die Fußdichtung mitsetzen werde, ganz dünn, und über die Fußdichtung zum Zylinder hin und werde das mit dem Zylinder und dem Loctite hoffentlich dicht kriegen. Wir haben nachher hier Drücke im Kurbelgehäuse von maximal, wenn wirklich die Füllung perfekt wäre, haben wir hier einen Überdruck von 500 Millibar drin. Das heißt, 1,5 Bar sind dort im Kurbelgehäuse vorhanden. Das ist nicht so sonderlich viel, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht reicht, also höchstwahrscheinlich reicht diese Dichtfläche aus, dass das hier nicht rauspupst an der Seite. Ich werde das probieren.
Wenn das nachher schief geht und hier irgendwo was rauszuppen sollte oder was auch immer, dann muss das Ding nachher natürlich wieder geöffnet werden. Dann muss das hier mit den zwei vorher genannten Methoden halt gemacht werden. Ich fände es wirklich schade, zumal auch angegeben ist, ich glaube beim SIP auch angegeben ist, dass das Ding auch passt, dass das Ding Plug and Play da drauf passt, und das ist das, was ich meine mit so ein bisschen Trotz und Sturheit, dass ich sage, nee, das muss da auch Plug and Play drauf passen. Für denjenigen, der jetzt nicht schweißen, nicht Kaltmetall manchen kann, muss das auch machbar sein. Deswegen zeige ich euch das so, wie ich es eben gerade gesagt habe. Dichtfläche. Jetzt der Zylinder an sich. Der zentriert sich nicht wie ein, upsala, hier, wahrscheinlich unscharf, ein PX80-Zylinder. Der hat hier noch so einen Fuß, der im Gehäuse nachher verschwindet und sich dann hier an dieser schönen, fein gedrehten Fläche zentriert. Der Quadrini hat das nicht. Der hat das nicht, weil er einfach den Hubraum braucht, diese Wandstärke braucht. Die geht flöten dafür, dass ich dann mehr Hubraum habe, und zentriert sich nur über diese vier Stehbolzen. Da habe ich erst gedacht, boah, wie soll das gehen? Aber wir werden das gleich sehen, wenn der vierte drin ist, das geht ja richtig schön stramm rein. Der sitzt nachher richtig mehr oder weniger hoffentlich zentriert zu dieser Bohrung hier unten. Da müssen wir uns einfach drauf verlassen, da gibt es keine andere Methode. Ne? Ich kann da jetzt nichts hin und her rütteln oder so und den noch irgendwie verdrehen. Da hatte ich Angst vor, dass sich der irgendwie so ein bisschen verdrehen lässt und dann hier meine Dichtfläche noch weiter schwindet. Das ist aber nicht der Fall. Punkt 3, wenn ich hier, jetzt lege ich nochmal die Dichtung drauf, wenn ich hier an dem Bereich meinen Überströmer fräse, seht ihr ja, das geht hier schon, das ist ganz okay. Jetzt muss ich hier natürlich dann noch was wegnehmen nachher und muss das dann auch schön strömungsgünstig anpassen. Wenn ich jetzt hier zu weit reinkomme, gerade in dem Punkt hier, ist hier auf der anderen Seite, soll mal hingehen, das ist ungefähr der Bereich, wo wir nachher dann, ja, hier sieht man es sogar ganz gut, ne? Wir kommen hier, kommen wir dann an, da irgendwo, und es kann passieren, dass wenn wir hier zu viel einfach zu übermütig fräsen, dass wir dann hier rauskommen, dass wir hier mit dem Fräser durchlanden und uns das Gehäuse kaputt machen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das hier auch aufzuschweißen oder auch mit Kaltmetall aufzufüllen, um einfach sicher zu gehen, dass wir hier genügend Wandstärke haben. Das werde ich auch nicht machen. Ich werde auch nicht schweißen. Ich werde auch nicht hier schweißen. Erstmal, um Verzug zu minimieren und weil ich es auch einfach so machen möchte, wie ich es eben gesagt habe, dass das jeder mit einfachen Mitteln nachmachen kann. Deswegen wird hier nichts gemacht. Ich verzichte dann lieber auf den einen oder anderen Millimeter oder halben Millimeter beim Fräsen und auf das halbe PS, was dann dadurch vielleicht weniger entsteht, als jetzt hier irgendein Risiko einzugehen, dass ich hier durch das Gehäuse fräse. So, das waren die drei blechgefärbten Thesen zum Quadrini. Ich werde mir jetzt da oben die Tuschipaste schnappen und wir machen jetzt gleich zusammen nochmal so einen richtig schönen, fetten, blauen Abdruck aufs Gehäuse und gucken mal, wo was weggefräst werden muss. Ich glaube, das ist einiges, was da weg muss, und die Fräser werden gleich richtig schön ins Schwitzen kommen, wenn es heißt, auf die Fräser, fertig, los. Wir gucken mal. Auch ein Wucher, ne? Wie teuer diese Handschuhe geworden sind. Das ist schon, kann schon fast in Gold aufwiegen. Jetzt gucken wir mal. Wir schmieren das jetzt hier mal auf den Finger. Gucken mal, was das für Farbpigmente sind. Oh, geil. Okay, das ist wirklich sehr intensiv. Und hauen uns das jetzt hier mal so ein bisschen drauf. Nicht zu dünn. Wow. Also, wer früher gerne mit Tinte gespielt hat, mit Tintenpatronen, für den ist das genau das Richtige hier. Ich schmier das jetzt hier mal drauf. Nicht zu dick, sonst quillt das natürlich über. Ne? Das wollen wir auch nicht, dass das rausgedrückt wird. Wir wollen aber auch einen schönen Abdruck haben. Deswegen auch nicht, nicht zu dünn. Fertig. Mal gucken, ob das reicht. Wir probieren das jetzt. Und jetzt gucken wir mal. Ich schiebe das jetzt hier drauf. Okay, das drückt sich jetzt schon ein bisschen mehr aus. Und jetzt pressen wir das da drauf. So. Und ziehen das runter. Ups. Das ist doch scheiße. Mal ehrlich, das ist doch wirklich kacke. Ich finde die Methode, zumindest bei der Fläche, die der Quadrini unten hat, die jetzt wirklich nicht so plan ist, und ich weiß jetzt auch nicht, wie geil die Fläche, obwohl die sind eigentlich recht gut bearbeitet, finde ich echt nicht cool. Das wird jetzt runtergewaschen. Ich werde jetzt diese Dichtung an die Kontur von dem Zylinderfuß anpassen, und dann werden wir uns ganz, ganz konventionell mit einer schönen kleinen Reißnadel werden wir uns diese Kontur von der Fußdichtung hier auf das Gehäuse übertragen. Das
hat mir so gar nicht funktioniert. Wenn wir den kompletten Knubbel entfernen, dann ist das für mein Gefühl ein bisschen zu viel. Ich gehe jetzt hier deswegen mit der Reißnadel so steil dran, dass ich ungefähr nochmal einen Millimeter davon wegkomme und nähere mich dann hier, indem ich die Reißnadel so ein bisschen drehe, dieser Kontur an. Das heißt, hier lassen wir ein bisschen was stehen. Wir ziehen gleich mal die Dichtung wieder ab und gucken, wie viel Dichtfläche dann wirklich noch vorhanden ist. Hier müssen wir auch ein bisschen von wegbleiben, würde ich sagen. Ja, so ein ganz bisschen. Ja, gut, das sehen wir dann. Der ist gemacht, der ist gemacht, der ist gemacht und der ist gemacht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viel da noch übrig bleibt. Schwarz markiert sind jetzt die Flächen, die weggenommen werden müssen. Wir haben das jetzt oberflächlich markiert. Wir müssen jetzt gleich noch mal ganz kurz den Zylinder samt Kolben montieren und gucken dann mal, wie tief der Kolben denn in das Gehäuse eintaucht. Ich will nämlich wissen, muss ich das bis hier unten wegnehmen oder muss ich sogar noch weitergehen oder muss ich das irgendwie anders verrunden? Das will ich gleich noch mal gucken. Jedenfalls sind das von oben die Konturen, die wir jetzt gleich schaffen müssen. Der kritischste Bereich, wie wir gesehen haben, ist der hier. Ich habe aber gedacht, ehrlich gesagt, als ich das zusammengebaut habe, habe ich gedacht, das ist noch weniger. Ne? Das sind jetzt hier schon gut 1,5 bis 2 mm Dichtfläche. Das ist ein Schiss, wie gesagt, aber ich hoffe, dass es zum Schluss reichen wird. Hier ist es nur ganz wenig, hier oben ist es ziemlich viel. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht irgendwie in den Bereich der Verschraubung kommen. Hier vielleicht unsere Nummern gleichen Gehäuseheften, dass das noch zu sehen ist, dass wir das beibehalten. Und hier ist klar, gleichen wir auch die Kontur an und die Dichtfläche reicht auch vollkommen aus. Das heißt, wir können diesen Knubbel nachher in der Dichtung können wir wegnehmen und auch im Zylinder. Das ist ja nicht in der Laufbahn, das können wir dann auch getrost ein bisschen wegfräsen. Genau, jetzt gucken wir uns mal an, wie tief das Ganze da eintaucht. Jetzt ziemlich schwer zu zeigen, weil es wirklich dunkel da drin ist. Der Kolben taucht wirklich nur so tief ab, wie nachher auch hier die eigentlichen Überströmer hier im Gehäuse gefräst sind. Ne? Die gehen irgendwo bis hier hin und der Kolben geht runter und geht auch sogar noch weniger als die. Also wir können getrost nur bis zu dieser, das hier nach dahin auslaufen lassen und dann sollten wir auf der sicheren Seite sein. Gut, dann markieren wir das mal. Das heißt, konkret für den Fall hier würde ich sagen, dass wir hier, ich versuche das jetzt mal kameragerecht zu markieren, Stahllineal, wo bist du? Dass wir jetzt hier so runtergehen und das hier als Außenkante nehmen und das dann hier zu der Fläche auch auslaufen lassen, ne? Also hierhin. Also das muss weg. Der hier wird noch interessant. Der geht bis hier ca. 5 mm rein. Und ich kann jetzt nicht so einfach sagen, boah, ich fräse das hier bis hier runter. Das wäre doof. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich an diesem Hohlraum hier orientieren. Hier können wir wirklich nur hier irgendwie sowas machen. Ne? Dass wir hier das Ding öffnen, aber noch ein bisschen Wandstärke stehen lassen. Ich werde mir jetzt so wenig wie möglich Werkzeug hier auf die Werkbank legen, weil ich glaube, das wird gleich richtig, richtig schön Späne machen. Ich wollte euch mal zeigen, mit was ich hier fräse oder mit was ich vorhabe zu fräsen. Das hier sind ja, ganz einfache Hartmetallfräser, die ich in meinen Proxon einspannen kann. Ich bin weg vom Dremel, ich habe jetzt mittlerweile einen Proxon, bin echt zufrieden mit dem Teil. Das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Und für die Nachbearbeitung, ich lasse es jetzt mal zu, habe ich hier so ein ultra high-end made in Taiwan Set gekauft. Mal gucken, ob wir damit klarkommen. Das hier sind diese Korund Aufsätze und das hier sind irgendwelche Polierteile und mal gucken, welche Aufsätze wir noch brauchen. Denn es gibt verschiedenste Theorien, ob glatt, ob rau, ob glatt, ob rau. Ich entscheide mich für glatt. Ich werde es glatt machen, ich werde es nicht polieren, ich werde es so glatt wie möglich machen. Und wie gesagt, da sollte man keine Hyperwissenschaft draus machen, finde ich. Wir werden das schön machen. Wir werden das gleich sehen, wie das aussieht. Also ich besorge mir jetzt mal, welchen nehmen wir denn? Wir nehmen den hier. Das hier ist der Proxon, Fräse eingespannt, Stehbolzen sind raus. Die Schutzausrüstung ist vorhanden. Ich glaube, dass das nicht so laut wird. Wir brauchen eine Schutzbrille, das auf jeden Fall. Und wir werden uns jetzt hier mal rantasten an die erste Kontur des Überströmers. Auf geht's!
Das nenne ich mal Action Cam, würde ich sagen. Der erste Überströmer ist grob gefräst. Ihr seht das in der Perspektive aus der GoPro jetzt. Das ist erstmal hier die grobe Oberfläche. Die gefällt mir schon echt gut. Also es funktioniert mit den Fräsern. Ihr seht, ich weiß gar nicht, ob... Nee, das Objektiv ist nicht voll. Der Staub hält sich in Grenzen. Und ich gehe jetzt hier erstmal nicht weiter. Witzig oder spannend sind immer die Momente, wenn irgendwie so ganz kleine Lunker da kommen, ne? In dem Gehäuse, in dem Guss, in dem manchmal so ganz kleine Luftblasen sind. Und dann denkst du, fuck, shit, durchgeproxont. Und dann so, ah, okay, ist nur ein Luftloch. Ich fräse mal ein bisschen weiter. Und dann, okay. Es ist weg. Also manchmal ein bisschen Mut zeigen, weiterfräsen, immer, aber trotzdem immer die Dicke kontrollieren. Hier brauche ich jetzt nicht das Gerät. Hier kann ich schön mit den Fingern fühlen. Das funktioniert alles sehr gut. Jetzt kommt der hier oben dran und ich würde sagen, ich fräse jetzt die Überströmer zu Ende und dann gucken wir uns das Resultat einfach mal gemeinsam an. Die erste Hürde ist genommen. Die ganzen Kanäle sind bearbeitet. Ich will euch mal kurz das Ergebnis zeigen. Das ging richtig cool, muss ich sagen. Also am Ende war es dieser Aufsatz hier, das sind diese Gummiaufsätze mit Schleifpapier drum, was dem Ganzen dann noch so ein letztes Finish gegeben hat. Und das allerletzte Finish, das mache ich jetzt aber nicht in dem Video, ist das feine Schleifpapier. Ich werde dann immer feiner werden und werde die Kanäle bis zur Politur, nein, um Gottes Willen, also das kann jeder so weit runterbügeln, wie er möchte. Ich glaube nicht, dass das am Ende so viel Pferdestärken mehr bringt, wenn die Dinger poliert sind oder wenn sie rau sind. Ich werde das vom Gefühl her noch ein bisschen machen. Ich finde, das sieht so schon gut aus. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar, ich hoffe, das sieht man jetzt, sieht das so aus. Seht ihr? Ich habe hier oben, ja, hier kann ich noch so einen, sehe ich gerade, das ist noch nicht so ganz symmetrisch, ne? Also der hier kann noch einen Tucken höher. Aber wir setzen gleich mal die Dichtung drauf und gucken, wie das aussieht. Hier ist jetzt unsere kleine Dichtfläche, die wir noch haben. Hier sind wir runtergegangen. Und was ich euch noch sagen wollte oder zeigen wollte, ist, dass ich jetzt hier, das seht ihr in der Reflexion, ich habe jetzt hier noch so einen ganz leichten Buckel drin. Aber diesen Buckel, den gönne ich mir. Den gönne ich mir aus folgendem Grund. Hier hinten auf der Lichtmaschinenseite ist das nämlich so dünn, war nicht genau hier hinten drin sozusagen. Und wenn ich jetzt hier noch weiter fräse und fräse und fräse und fräse, dann komme ich da irgendwann durch. Und da gönne ich mir lieber so einen kleinen Buckel, dass dieser Überströmer nicht ganz perfekt ausgearbeitet ist, dass ich dann hier nicht das Risiko eingehe, dass es durchbricht. Und ich musste nicht schweißen. Das ist das Positive dabei. So sieht's aus. Und jetzt packen wir mal die Dichtung drauf. Wenn wir das jetzt mal so draufhalten, dann sieht das, ja, schon ganz okay aus. Also die hier oben sind gut ausgearbeitet, der ist gut ausgearbeitet, der ist gut ausgearbeitet. Ja, das hier ist unsere Lichtmaschinenseite, ne? Also ich will hier nicht noch weitergehen, muss ich ganz ehrlich sein. Müssen wir mal gucken. Der sitzt so, der Zylinder sitzt hier vielleicht einen Tucken drüber. Wenn das alles sauber ist, dann montieren wir das nochmal mit dem Zylinderkopf und gucken mal, wie hier die Überstände sind. Aber ich denke mal, so sieht man schon mal, wo die Reise hingeht. Das ist alles offen. Und wir können uns jetzt an die Einlassseite machen. Und um jetzt zu berechnen, wie viel wir beim Einlass wegfräsen müssen, denn wir erinnern uns, wir hatten irgendwie 113, müssen auf 120 kommen und auf der anderen Seite auch noch ein gewisses Maß wegfräsen müssen. Da bedienen wir uns jetzt einer kleinen Rechnung auf dem Blatt Papier. Denn wir haben ja alles in Grad angegeben, wir wollen aber wissen, wie viel Millimeter wir auf dieser Dichtfläche vom Drehschieber nachher wegfräsen müssen. Und das rechnen wir uns kurz aus und dann geht es da an den Drehschieber. Alle denken sich jetzt so, oh nee, jetzt rechnet der schon wieder. Also unsere Kurbelwelle beim Drehschieber hat einen Durchmesser von 98 mm. Und diese Formel hier unten, B, was B ist, werden wir gleich nochmal sehen, sind 98 mal Pi mal Alpha durch 360. Uff, so, Alpha. Alpha ist unser kleiner Abschnitt, den wir uns berechnen wollen. Ich zeichne das jetzt mal exemplarisch hier auf. Von diesem Ring, von diesem Kreis wollen wir hier nur diesen Bereich hier haben, Alpha. Ja? Und Alpha ist, sagen wir mal, 1. Ja? 1 Grad. Und das heißt, dieser Bereich hier, das ist ja das nachher, was wir wissen wollen, also unsere Millimeter, unser Bogenmaß, ist B. Und B für 1 Grad sind 98 mal Pi mal 1, okay, durch 360. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, kommen wir auf 0,855. Ja, also für 1 Grad entspricht 0,855 Millimeter. Das ist doch schon mal cool, weil wenn wir jetzt in unsere großen Werte hier zurückgehen, das hier hatten wir berechnet, wir erinnern uns, 113 Grad und 63 Grad. Bleiben wir mal bei VOT.
120 sind empfohlen. 120 minus 113,3 ist eine Differenz von 6,7 Grad. Das heißt, wir müssen jetzt hier wissen, was sind 6,7 Grad? Wie viele Millimeter sind das? Und 6,7 mal 0,855 sind 5,72 Millimeter. 5,72 Millimeter, das ist unser Vor-OT. Und jetzt die Differenz von 70 zu 63 sind 7. Und 7 Grad entsprechen hier 7 mal 0,855 5,98, also 6 mm. 6 mm nach OT. So, den hier und den hier. Ja, das sind unsere Werte, die wir uns merken müssen. Wir gucken uns jetzt mal den Drehschieber an. Wir gucken uns jetzt mal den Einlass an und werden gucken, ob wir da überhaupt hinkommen, ob wir überhaupt so viel Platz haben, dass wir da so viel fräsen können. Das ist unser Kandidat. Was uns gleich auffällt, ist hier, ne, das hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, hier sind solche kleinen Überstände, die müssen natürlich weg. Das hier ist einfach nur eine Bohrung, ne, die ab Werk hier reingeballert haben, um die entsprechende Einlasszeit hier hinzukriegen. Und diese Kanten, die kommen weg, da unten und da oben. Wir müssen dann darauf achten, dass wir hier noch diese 1,5 bis 2 mm Dichtfläche zur Verfügung haben. Ne? Also jetzt nicht hier reinrattern, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, sondern einfach nur den Kollegen hier wegmachen, das alles schön verrunden da drin und dann hier, ich zitter, das sieht witzig aus, das ist aber aufgrund der Länge des Lineals. So, wo war ich stehen geblieben? 5 mm, ne 6 mm, genau, 6 mm gehen wir hier weiter nach vorne. Und hier hinten auch diese 6 mm. Das ist jetzt alles grob gerundet. Da in die Richtung, ne? Nach da und nach da. Ich werde das jetzt erstmal konservativ einzeichnen. Werde da jetzt auch nicht auf das Hundertstel genau das einzeichnen. Ich hoffe, dass ich mir den hier so reindrehen kann, dass ich da das Bogenmaß abnehmen kann. Aber in dem kleinen Maßstab unterscheidet sich Bogenmaß und Sehnenmaß, also die normale Gerade, eigentlich nicht so viel. Ne? Deswegen können wir da getrost auch gerade messen. So, wir holen uns mal den Messschieber. So, und dann sind wir hier irgendwo, ja genau bis zu diesem Punkt da. Das ist ja cool. Das muss weg. Und hier hinten genau das gleiche Spiel. Dahin und den hier auch ein bisschen größer machen. Dahin. Also hinten die Dichtfläche, da sollten wir auf jeden Fall noch was stehen lassen. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Aber irgendwo hier hinten endet ja auch die Dichtfläche. Doch, seht ihr, da hinten, ne? Das sollte jetzt nicht zu wenig werden. Da sollten auch so 3 mm noch stehen bleiben. Also hier hinten gehen wir jetzt nicht so weit raus. Wir müssen nachher dann sowieso die Einlasszeiten nochmal messen mit der Gradscheibe. Deswegen bleibe ich jetzt hier erstmal konservativ auf der sicheren Seite. Wir fräsen da jetzt und wünsche mir Glück, dass ich nicht auf der Drehschieberfläche abrutsche. So, genug gefräst. Hier sieht's aus wie Sau. Hier sind überall Aluspäne und die Werkstatt muss jetzt wahrscheinlich erstmal 2 Wochen lang gefegt werden. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mal zu sehen, wie so ein Motorblock, so ein Motorgehäuse gefräst wird. Nach meiner Methode. Es gibt wahrscheinlich noch unzählige andere Methoden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinhauen, ob ihr euch getraut habt, noch mehr wegzunehmen, wie ihr es poliert habt, ob ihr es nicht poliert habt, ob ihr es rau gelassen habt. Da würde ich mich freuen. Es gibt natürlich unzählige Beiträge dazu auch im Internet. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie sowas in einem Video verpackt aussieht, wenn man hier einfach mal losfräst. Natürlich alles mit Sinn und Verstand. Jetzt heißt es, die ganzen Kanäle noch schön fein zu bearbeiten. Hier den Einlass werde ich auch nochmal dann mit Schmirgelpapier schön formen. Werde dann hier oben auch dann den Einlass anpassen auf den Vergaser. Ne? Wir haben da hinten ja den 26er Pinasco-Vergaser liegen. Das kommt alles in einem anderen Video. Ich freue mich drauf, wie es jetzt weitergeht. Das Ding wird jetzt erstmal sauber gemacht und noch so ein bisschen fein geschliffen. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Habt ein schönes Wochenende. Ich glaube, es soll noch mal sonnig werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vespa-Fahren. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.